Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich habe hier ein kleines Podcast-Studio aufgebaut, denn ich bin hier auf der The Smarter E-Europe, der größten Messe im Bereich erneuerbare Energien, E-Mobilität, Solarindustrie und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich nutze diese Gelegenheit hier, um euch ein interessantes Unternehmen vorzustellen, das im Bereich Second Life für Autobatterien unterwegs ist. Ihr seht hier oben das Wort Werbung stehen und das liegt daran, weil die mich eben hier eingeladen und engagiert haben, um sie vorzustellen in meinem Video. Ich habe das sehr gerne gemacht, denn das ist ein Thema, das mich sehr interessiert und das, wie ich weiß, auch sehr viele da draußen interessiert. Weil immer noch höre ich den Vorbehalt, E-Autos ist ja umweltschädlich und die Batterien, die gehen ja auch so schnell kaputt und dann werden die weggeschmissen. Und ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber heute kann ich euch auch mal einen der Partner vorstellen, die dafür sorgen, dass es nicht so ist. Und das ist Fennecon und jetzt gehe ich erstmal zu denen an den Stand. Und ich sitze hier mit dem Franz Josef Fallmeier, dem Chef und Gründer von Fennecon, richtig? Richtig, ja. Genau. Ihr macht normalerweise oder hauptsächlich Industriespeicher, oder? Wir machen vom Heim über den Gewerbe bis zum Industriespeicher ganz bewusst alles, weil wir da auch ganz verschiedene Perspektiven auf den Energiemarkt kriegen. Von Eigenverbrauch irgendwo im Keller, der aber dann auch sehr viele Funktionen annehmen kann im Laufe der Zeit, bis hin zu den großen Speichern an Solarparks, Ladeparks, Windparks oder Industriebetrieben. Okay. Und hier sitzen wir vor einem Teil, deswegen bin ich eigentlich zu euch gekommen, weil da sind alte Autobatterien oder Autobatterien drin, die noch gar nicht im Auto waren, richtig? Genau, richtig. Also die Plattformen bauen wir immer für Fahrzeugbatterien und das können dann eben gebrauchte Second-Life-Fahrzeugbatterien sein. Was wir auch machen, ist, dass wir Zero-Life, also Ersatzteilbatterien verarbeiten zu speichern, also große Speicherformen aufbauen. Und hier zum Beispiel sind komplett neue Batterien drin, die es nicht ins Auto schaffen. Gibt es verschiedene Gründe, warum eine fürs Fahrzeug produzierte Batterie am Schluss doch nicht im Fahrzeug landet. Und damit sie halt dann nicht im Schredder landet und gleich wieder zerlegt wird, darf sie halt hier ihr eigentliches erstes Leben dann verbringen und in solchen Systemen im Einsatz sein. Das heißt, es gibt auch Batterien, die gar nie in ein Auto kommen, weil sie eben zum Beispiel zu groß oder zu klein sind oder vielleicht einen kleinen Fehler haben oder sowas. Und die können auf jeden Fall genauso wie welche, die nach 10 Jahren, sagen wir mal, nur noch 80% haben, Degradation haben, hier weiterverwendet werden. Und können da auch unterschiedliche Fabrikate rein? Ja, also wenn wir Second Life fähig sein müssen, müssen wir ja immer auch dezentral sein, modular sein. Bei uns ist immer ein so ein Fach mit vielleicht 150 plus minus Kilowattstunden mit einem Wechselrichter verbunden. Und dann können im nächsten Fach schon ganz andere Batterien drin liegen. Das können wir dann praktisch über das Energiemanagement zusammen zu einem Speicher zusammenführen. Hier hinten drin, was ist da drin und wie viel Leistung hat das ganze Ding? Ja, nur feinste Ware. Also da sind Batterien von CATL drin, von dem großen Batteriehersteller, jetzt auch in Deutschland produziert, für Mercedes in diesem Fall. Die Batterien wurden halt in den Fahrzeugen nicht mehr gebraucht. Und deswegen bauen wir die zusammen in so einem System. Das hat dann eine gute 700 kW B- und Entladeleistung und knappe 1,3 Megawattstunden an Kapazität. Okay, ist das euer größtes Flaggschiff? Unser größtes Serienprodukt. Wir arbeiten gerade noch an was noch Größerem, aber das stellen wir dann nächstes Jahr vor. Vielleicht einfach mal, um die Zuschauer noch ein bisschen mehr in den Film zu schießen. Wofür braucht man solche großen Speicher? Also wer braucht sowas zum Beispiel? Jeder Ladepark mit Schnellladern braucht irgendwann ab einer gewissen Ausbau- oder Nutzungsstufe einen Speicher, weil der Netzausbau natürlich nie das gewährleisten kann, dass verschiedene Schnellladevorgänge gleichzeitig über Netzanschluss abgedeckt werden. In der Industrie, im Eigenverbrauch, da ist es ganz klassisch wie im Heimbereich, immer mehr jetzt aber auch, weil viele Industriebetriebe eigentlich seit diesem Jahr in der Spotmarktbelieferung sind, nach den ganzen Verrücktheiten letztes Jahr. Und die lernen gerade live, dass Strom mal teuer und mal günstig sein kann und dieses eine Mal zum anderen auch nur ein paar Stunden auseinander liegt. Und natürlich Solarparks. Also jeder Solarpark wird sowieso irgendwann einen Speicher dabei haben und viele werden halt jetzt schon mit Speicher gebaut. Oft aber auch, dass die dann über unterschiedliche Vermarktungsplattformen unterschiedliche Anwendungen fahren. Das da drüben ist ein etwas kleinerer. Wie viel Leistung hat der? Der hat 184 kW und 164 Kilowattstunden, also da gehen wir über 1C. Dort wollen wir bewusst Leistung auf den Parkplatz bringen. Das ist unser Speicher fürs Arbeitsplatzladen. Aus der Idee heraus, jeder Arbeitgeberparkplatz wird ja im Laufe der Zeit jetzt zum Ladepark. Ist ja klar, in 10, 15 Jahren sind alle Autos da draußen elektrisch. Und die wollen geladen werden tagsüber, weil dann ist auch die Sonne da und dann steht das Auto meistens auch auf diesem Parkplatz. Das heißt, es muss eine Kombination sein aus Multiladepunktmanagement und eben einem Speicher, der mit viel Leistung Ladespitzen, schnelle DC-Ladevorgänge abdecken kann und über eine gewisse Kapazität, die im Laufe der Zeit erweiterbar ist, dann eben die ganzen Ladungen der einzelnen Ladepunkte ausnivellieren kann. Und jetzt habt ihr ein ziemlich großes Projekt vor, was, glaube ich, Ende des Jahres an den Start geht, wo diese Dinger gebaut werden, oder? Genau, also wir fertigen jetzt in unserer aktuellen Fertigung
Die ist gut und so wie sie ist, aber jetzt bauen wir das Feinste vom Feinsten, freuen uns sehr darauf, die Car Battery Refactory. Haben da vom EU-Innovationsfonds einen Zuschlag bekommen als förderwürdiges Innovationsprojekt und investieren jetzt 25 Millionen im ersten Bauabschnitt für Europas größte Fertigung für große Speicher aus Elektrofahrzeugen. Okay, und wie viel kann da dort dann gefertigt werden? Da gehen wir auf 400 Megawattstunden Jahreskapazität und haben das Ganze aber schon copy-paste-fähig aufgestellt, dass wir das auch an anderen Standorten in der gleichen Ausprägung aufsetzen können. Im Moment könnte ich mir vorstellen, ist das Problem, dass es noch gar nicht so viele Autobatterien gibt, oder? Die da verwendet werden können. Ist das richtig? Ich muss dir leider widersprechen, aber ich hätte vor einem Jahr noch genau das Gleiche gedacht. Okay. Aber seit wir jetzt halt so medial präsent sind und die Autohersteller diese Plattformen sehen, kommen tatsächlich die Anrufe, die E-Mails, die Briefe tatsächlich sogar teilweise, weil die halt ihre Sorgen und Nöte haben. Mit der Ersatzteilhaltung zum einen, mit den Batterien, die sozusagen Second Life sind bei den Autoherstellern, sind es die Testfahrzeugflotten oder ähnliches, aber eben auch mit den Überschüssen. Also ich habe hier eine Batterie bestellt, aber ich hatte eine Serienumstellung oder wir haben sie aussortiert oder Batterien müssen auch nach 365 Tagen insofern aussortiert werden, dass sie nicht mehr als neue Batterien in ein neues Auto verbaut werden können und allein schon über diese zeitliche Überschreitung. Perfekte Batterien, denen sonst nichts fehlt, kommen dann sozusagen schon zurück. Also im Moment geht es gar nicht darum, dass schon so viele E-Autos natürlich nach wenigen Jahren schon kaputte Batterien haben, das ist gar nicht das Thema, sondern es sind eher andere Gründe, warum die bei euch landen und nicht in den Schredder müssen. Genau. Ich meine, sie könnten ja auch recycelt werden, ich glaube, das sollte man an der Stelle auch mal sagen. Das Recyclingquote ist, glaube ich, relativ hoch. Aber es ist natürlich viel besser, wenn sie noch eine Weile leben. Wie lange können sie denn noch leben im Second Life? Die haben es ja bei uns total gemütlich. Also da ist nichts mit 250 km/h über die Autobahn und schütteln und minus 10 Grad im Winter und irgendwie kaltes Auto einsteigen, gleich Vollgas. Also alles, was die Batterie gar nicht so gerne hat oder viele Schnellladevorgänge, sondern bei uns in der optimalen Temperatur, die wir über eine Flüssigkeitskühlung optimiert fahren, geringe C-Rate, keine Vibrationen, hat sie es hier ganz gemütlich und lebt tatsächlich gefühlt ewig. Unser Ziel ist aber eher immer auch, dass wir Anwendungen mit vielen Zyklen fahren. Also wenn ich jetzt nur einmal Solarstrom vom Tag in die Nacht schiebe, dann hält sie ewig. Wenn ich aber wirklich in diese Viertelstunden Strommarkt-Ausgleichseffekte reingehe, dann fahren wir Speicher auch mit 3-4 Zyklen am Tag und haben die Batterie dann wirklich aktiv eingesetzt und damit auch einen Beitrag zur Energiewende geleistet. Und sogar Richtung Recycling. Es ist ja so, wir vernichten ja durch unsere Nutzung nichts, was in der Batterie drinsteckt. Das heißt, wir nutzen sie länger und wenn ich sie dann 10 Jahre später ins Recycling gebe, habe ich die gleichen Stoffe. Wahrscheinlich werden sich aber sogar die Recyclingprozesse weiterentwickeln, die Recyclingquoten steigen, vielleicht sogar die Werthaltigkeit steigern. Ja. Vielleicht kostet Lithium oder Nickel, Mangan irgendwas in 10 Jahren mehr als heute. Das heißt, es ist ja noch alles da, aber unbedingt sollten wir die Batterie bis dahin auch nutzen. Das ist eigentlich ein Ressourcendepot. Vielleicht könnte man das mal umnennen. Den Begriff klaue ich dir jetzt einfach. Ihr habt es gehört, Ressourcendepot, habe ich gesagt. Ja, genau. Perfekt. Oh, ja. Wenn jetzt meine Autobatterie mal in hoffentlich erst 10 Jahren soweit ist, wie wird es dann funktionieren? Gehe ich dann zu dir und kriege dafür Geld, dass ich dir die Batterie gebe? Oder wie wird es funktionieren? Ja, also viele denken vielleicht noch, gut in deinem Kanal, hoffentlich nicht mehr, dass Batterie irgendwas Schlechtes ist, das was kostet, man die loswerden muss. Ganz im Gegenteil. Also wir zahlen dafür gar nicht wenig Geld, weil Kapazität natürlich auch Geld kostet, um die Batterien dann weiter nutzen zu dürfen. Also die hat einen Wert, die ist gut, die lebt viel länger, als viele Leute denken. Da braucht man sich keine Sorgen machen, darf sich gerne an uns wenden, wenn man die Batterie aus irgendeinem Grund nicht mehr in seinem Auto haben will. Sehr gut. Vielleicht zum Schluss noch, ich habe da hinten gesehen, Open Energy Management System ist eigentlich ein ganz großes Thema bei euch, auf das ich jetzt heute gar nicht so eingehe, weil mich mehr die Autobatterien interessiert haben. Sag mir mal noch einen Satz dazu. Oh Gott, einer. Kann lang sein. Okay. Thomas Mann hat ganze Bücher geschrieben mit einem Satz. Dann nehme ich die Einladung an. Jedes Speichersystem, das ins Feld geht, ist nicht damit jetzt abgeschlossen und erledigt und Haken dran, sondern es ist eigentlich der Beginn dieser Reise, weil ja auch das Energiemanagement, das Monitoring mit einzieht. Und jeder Speicher kriegt dann irgendwann eine Wallbox oder mehrere mit dazu, eine Wärmepumpe oder einen Heizstab, irgendeine Kombination mit dran. Er arbeitet mit dynamischen Stromtarifen aus dem Netz. Vielleicht werden auch zusätzliche Photovoltaikanlagen oder andere Erzeuger mit dran gebaut. Vielleicht wächst auch der Speicher im Laufe der Zeit. Was ist alles passiert? Spricht mit allem. Die Wallbox spricht mit der Batterie, spricht mit dem PV-Anlage, spricht mit dem Auto, demnächst mit der Wärmepumpe. Alle müssen miteinander reden. Genau. Am Schluss wird es eine Plattform geben. So wie vielleicht zwei, Android und iOS, gibt auch zwei, aber nicht mehr. Ja. Und diese Plattformen, die greifen dann alle Geräte, alle Geschäftsmodelle, Anwendungen auf, die sich dann mit der Plattform integrieren und damit sofort mit allem weiteren interagieren können.
Und das ist halt das OpenEMS. Das ist tatsächlich mittlerweile die weltweit führende Plattform. Da haben sich ganz viele angeschlossen, die jetzt auf OpenEMS programmieren und das Ganze weiterentwickeln. Gibt den Trägerverein, auch sitzt hier in Deutschland. Dort ist halt wirklich diese Energiereise möglich und hat keine Hürden, ist Hersteller offen und man ist in keiner Proprietarität gefangen. Also nicht nur ein Ressourcendepot, sondern auch noch die einheitliche Sprache, das Esperanto für die Energiewelt. Ja. Ja, noch ein guter Begriff, oder? Ja. Also ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank dir. Ja. Finde ich super spannend. Ich hoffe natürlich, dass es noch lange dauert, bis meine Tesla-Batterie bei euch landet. Ja, ja, nutze ihn. Aber dann weiß ich, dass sie in gute Hände kommt. Super. Vielen Dank. Ja. Danke dir. Ciao. Dem Trubel bin ich gerade noch mal so entronnen. Da war richtig, richtig viel los. Ich hoffe, ihr habt den Ton verstehen können. Das sind 100.000 dieses Jahr auf der The Smarter Europe. Das ist der Rekord. Und da waren ganz schön viele auch am Stand von Fenicon. Vielen Dank nochmal an Fenicon für die Einladung. Mich hat es mega interessiert, dieses Second Life-Thema. Und ich hoffe, euch auch. Gebt mir unbedingt ein Like auf dieses Video. Kommentiert gerne unten, was ihr von diesem Thema haltet. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dan.